Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu Part 32 unseres Amazing Life Let's Plays mit der lieben Macy. Hä, habt ihr gesehen? Habt ihr gehört? Ich habe ein anderes Intro gemacht. Ja, weil auf meinem Kanal mittlerweile über 800 Videos online gegangen sind. Insane Draw hat jetzt über 800 Videos, was absolut insane ist. Und ich sag immer, hi und herzlich willkommen. Und ich dachte mir heute mal ein bisschen anders, ja? Damit wir mal aus unserem hier routinierten Ablauf rauskommen. Natürlich verwirrt mich immer sowas maximal. Ich habe auch dreimal neu angefangen, aber die Anna schneidet das ja zum Glück raus. Auf jeden Fall über 800 Videos, was wirklich krass ist. Und ich mache den Kanal ja seit, ich glaube, 2019 so richtig aktiv. Also das ist schon, hat sich einiges angesammelt im Laufe der Jahre. Und wie viele von euch ja wissen, habe ich noch einen zweiten Kanal, und zwar den Insane Draw Streams Kanal. Da sind auch schon über 500 Videos online gegangen, und zwar Livestreams. Also wenn ihr nicht genug bekommen könnt von mir und meinen Sims-Geschichten, dann dürft ihr super, super gerne auch bei Insane Draw Streams vorbeischauen und mal gucken, was ich da so mache. Da finden auch richtig geile Challenges statt. Wir haben zum Beispiel aktuell eine Erbe-Challenge. Da geht es darum, jede Generation soll noch erfolgreicher, noch krasser als die Generation davor werden. Dann habe ich die Seasons Gold Digger. Da ging es jetzt die ganze Zeit drum, dass eine Simmin die Schnauze voll hat von Partnerschaften und wollte sich so ein bisschen rächen an den krassen Charakteren, wie zum Beispiel dem Blumenhasen oder Väterchen Frost oder der Vogelscheuche Patchy. Es war sehr lustig und wir sind gerade im Finale dieser Staffel. Könnt ihr aber auch easy nachschauen. Wir haben eine Pferderantrax Riches dort drüben gespielt. Also wirklich richtig, richtig viele coole Challenges. Und diese Streams haben halt den Vorteil, dass sie viel länger gehen. Das ist meistens so 1 bis 1,5 Stunden, manchmal auch 2 Stunden. Das heißt, da kriegt ihr noch viel, viel mehr Content innerhalb dieser Streamingzeit sozusagen. Und ich habe jetzt ganz neu mit Planet Zoo angefangen drüben. Also schaut doch gerne mal vorbei, würde mich total freuen. Insane Draw Streams. Okay, wow, gut. Also ich wollte gar nicht so viel Eigenwerbung machen. Eigentlich wollte ich nur sagen, wie krass es ist, dass wir schon so viele Parts aufgenommen haben insgesamt. Und wir jetzt hier auch schon in Part 32 sind. Ich höre jetzt auf, euch länger das Ohr abzukauen und starte mal rein. Wir werden heute eine Entscheidung treffen bezüglich Summer. Denn alle waren ja, oh nee, die nervig. Boah, die Blöde und so. Und ich war so, ja Leute, ein bisschen Spice. Normal wollt ihr mal Spice, jetzt wollte ich mal Spice. Was ist denn los? Nee, auf jeden Fall werde ich da heute auch Dinge machen. Okay, jetzt höre ich auf. Es geht los. Ich wünsche uns allen ganz viel Spaß und let's go. So, ich weiß überhaupt nicht, was hier abgeht. Was machen die Leute? Raya, wo bist denn du? Raya chillt hier ihre Base. Okay. Ja, jetzt muss ich mal kurz gucken, weil... Nee, geht alle mal schlafen. Weil ich habe mir natürlich wieder was überlegt. Gar kein Problem. Aber das kann ich jetzt gerade in dieser Sekunde noch nicht machen. Das müssen wir dann machen. Oh mein Gott, wir haben hier im Lotto mitgemacht. Ey, krass. Wir haben gerade bei beiden Challenges im Lotto mitgemacht. Hier und bei Recht und Unrecht auch. Das ist ja lustig. Oh, stell dich mal vor, ich gewinne jetzt in beiden Let's Plays im Lotto. Da falle ich vom Glauben ab. Wenn ich in beiden Let's Plays im Lotto gewinnen sollte, okay, hier call ich das jetzt, dann verlose ich ein Pack auf YouTube. Ich habe das noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber sollte ich in beiden Let's Plays jetzt im Lotto gewinnen, verlose ich ein richtig geiles Pack auf YouTube. Vielleicht sogar an 3 Gewinner. Okay, an 3 Gewinner. So. Keine Ahnung, wie man Verlosungen auf YouTube macht, aber ich würde es dann rausfinden. Notfalls machen wir es auf Twitch, weil da könnt ihr einfach rein und dann irgendwie, weiß nicht. Aber das wäre doch krass, oder? Notfalls Instagram. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Leute, macht euch keine Hoffnung. Ich glaube nicht, dass wir im Lotto gewinnen. Wir gewinnen nie im Lotto. Und es müsste bei beiden Let's Plays passieren, ne? Ist Summer noch da? Ja, ja, offiziell schon. Was ist hier eigentlich broke? Ah ja, die Toilette. Oh, was ist los? Oh nee, wie siehst denn du schon wieder aus? Hey, Myron, alles gut? Ja, ja, was los? Was macht Summer? Die pennt drüben. Aber ich kann wieder nicht schlafen. Oh, okay. Ja, die Sache mit Summer ist irgendwie komisch, oder? Ja, Mom halt. Du kennst sie doch. Ja, sie ist wirklich nervig. Aber du musst ihr Einhalt gebieten. Es kann doch nicht sein, dass sie dich so unter die Fittiche nimmt. Ja, aber was soll ich denn machen? Sie ist doch Mom. Du weißt, wie autoritär sie ist. Ja, aber trotzdem musst du da mal ein bisschen Eier zeigen. Also es kann ja nicht sein, Myron. Ja, du hast ja recht und ich werde es ihr sagen. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Oh, so, komm mal her, Törtchen. Komm. Die Mama macht dich mal sauber. Komm mal mit, du kleiner Hase, du. Komm. Boah, diese Kackgartenzwerge, die werde ich irgendwann auch einfach mal in die Mülltonne schmeißen. So, Kian und Cody schlafen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich die irgendwann altern werde, ne? Also klar, aber ich bin jetzt wirklich gerade überlegen, ob wir in diesem Part sogar, maybe, unsere Ikone altern lassen, die Hazelmaus. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass sie zu schnell stirbt. Weil, wisst ihr, was ich meine? Habe ich die Alterung eigentlich pausiert? Ich glaube, ne? Ja. Ei, da.
Ei, aber eigentlich müssen wir Hazel altern lassen. Wie steht's eigentlich um unseren Bruder? Wie alt ist denn der jetzt? Eddie ist auch noch erwachsen. Wie heißt denn unser Bruder nochmal? Gut, Edgard können wir schon zum Senior machen. Oh wait, unser Bruder heißt ja Charles, das ist er. Oh, wow. Okay, wir gehen mal kurz in den Kass, Leute. Oh, well, Charles, du siehst ja hot aus. Uiuiui, Leute, der Charles, du bist ja groß geworden, Mensch. Also der Skin ist nix für ihn, aber Leute, wie insane ist sein Face, bitte? Der hat ja so ein tolles Gesicht. Charles, du hotte Karotte, ey. Ich bin nicht so ein Fan von der Frise, muss ich zugeben. Andererseits haben wir so eine Frisur nicht so oft. Aber ihm steht's ja auch irgendwie, aber bisschen gepflegter vielleicht. Nee, ich muss ihm irgendwie eine andere Frise geben. Das wirkt so wild, wisst ihr? Ich glaube, dass sein Dad da schon Wert drauf legt, dass er eine vernünftige Frise hat. Oh, wisst ihr, was wir auch machen könnten? Wir könnten auch sagen, dass Eddie vielleicht, also ich wäre jetzt hart, ne? Aber vielleicht ist Eddie dann an Altersschwäche gestorben, weil der war ja immer schon älter als Hazel. Oh, süß, look at this. Dass er vielleicht an Altersschwäche stirbt. Und da Charles ja noch ein Teenager ist, dass er dann zu sagen, oh mein Gott, er ist böse. Oh, Charlie, what? Du bist böse? Okay, das ist ja voll spannend. Cool, aber das war ich nicht, oder? Ich habe ihn nicht böse gemacht. Das ist eine tolle Frise. Wisst ihr, was ich sagen wollte? Dass wir vielleicht, dass er zu Hazel ziehen muss, weil er ja jetzt seinen Dad nicht mehr hat. So. Und er ist vielleicht, oh mein Gott, er sieht so gut aus. Und er ist aber vielleicht so richtig verwöhnt. Oh Mann, hier war ein Party-Outfit. Nee, das geht nicht. Dass er vielleicht so richtig verwöhnt ist oder so. Oh, das könnte ich mir irgendwie richtig gut bei ihm vorstellen. Dass er dann mit Hazel klarkommen muss. Dass er vielleicht wieder so ein bisschen eine Rolle spielt, auch in dem ganzen Thema. Oh mein Gott, vielleicht wäre er auch was für Yuki. Ich meine, Yuki ist immer noch nicht vergeben, ne? Er ist ja eher so ein bisschen Rich Kids-mäßig groß geworden, weil sein Dad ja auch viel Kohle hatte so. Könnt mir vorstellen, dass er so rumrennt, den Tag über. Ein bisschen oh, wieso laber ich euch eigentlich schon wieder voll? Ich mache ihn kurz 2, 3 Outfits. Moment, bin gleich wieder da. So, fertig. Charles ist ja Papas Liebling. Oh, guck mal, er sieht halt vor allen Dingen auch seinem Dad so ähnlich, auch mit der Frisur. Krass, ey. Das ist krass. Ich gebe Charles jetzt, seinem Dad, Edgard, jetzt kein neues Outfit, da gar keinen Bock drauf. Oh mein Gott, wie hot sieht Charles aus, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr ihn findet, aber ich finde ihn ja mal amazing, ey. Und ich glaube, dass ich jetzt tatsächlich eine Party schmeiß für Hazels Geburtstag, weil eigentlich müsste sie schon älter werden, ne? Ah, ja, wir müssen jetzt. Leute, es geht nicht mehr länger. Wir müssen jetzt. Oh, hi. Oh, er sieht so gut aus, ey. Uff, ne? Uff, Leute. Okay, dann geht mal alle schlafen, bitte, jetzt. Und dann können wir im nächsten Part, in diesem Part den Geburtstag feiern. Oder wir machen den Geburtstag. Oh Mann, jetzt mach doch mal das Essen da weg. Wir könnten auch sehr gerne den Geburtstag im nächsten Part feiern. Und, weil dann müsste ja Wochenende sein. Dann könnten wir so eine Wochenendparty schmeißen bei Hazel. Das wäre ja sogar fast noch logischer. Dann konzentrieren wir uns vielleicht in diesem Part doch noch mal ein bisschen mehr auf Myron, Raya etc. Und, ne? Ja, das ist doch eine gute Idee. Oh nee, was ist denn da? Oh, Hilfe! Gar nicht gruselig. Ich krieg keine Angst vor den Kindern. Nein, nein. Okay, du kleiner Hasen. Pups, kriegst jetzt eine Brust. Jungs, was macht ihr denn da? Hört bitte auf. Das ist ja unmöglich. Hört auf. Oh, was machen sie? Hört auf, den Mülleimer umzuschubsen. Ich schimpf gleich. Boah, ist das eklig. Hey, was ist denn hier los? Ich hab dich rufen hören. Oh, alles okay. Sie machen schon wieder alles, was sie nicht machen sollen. Okay, ja, komm, ich gebe ihm mal eine Flasche. Das ist jetzt... Das ist Cody. Ja, okay. Kian, machst du Kian? Ich kümmere mich um Kian, ja. Danke dir. C im Mund. Super, Kind. Großer Junge. So, macht ihr füttern jetzt hier? Was ist denn los? Raubtierfütterung? Ja, super. Toll, toll. Kannst dann auch deine Windel benutzen und du kannst auch mal deine Windel benutzen. So perfekt du bist. Kian. Oh, Leute, ich kann die Kinder immer noch nicht auseinanderhalten, ne? Wurdest du jetzt angepullert? Oh, das tut mir natürlich echt... Oh, das sieht so lustig aus. Oh, guck mal. Er denkt sich nur so, oh, ist das eklig. Oh mein Gott, ihr geht, Kinder. Süß. Gut. Kannst du den Kleinen mal draußen warten? Kein Problem, Leute. Es liegt nur ein bisschen Schnee. Wir ignorieren jetzt, dass das vielleicht sehr gefährlich sein könnte, okay? Weil oben kommt er ja wieder nicht hin dann. Ah, nee, warte mal. Du kannst auch waschen. Mehrfach. Musst du jetzt mehrfach machen. Bestimmt nochmal. Und dann kannst du noch die Windel wechseln. Kannst du dich kümmern? Ich muss nochmal ein Video aufnehmen.
Jetzt? Oh nee, Mist, warte, ich muss noch meine Präsentation vorbereiten. Oh Mann, ich vergesse immer die Uni-Sachen. Oh Leute, Hilfe. Begonnen, nicht begonnen, dann mach erstmal deine Aufgaben zu... sie ist gestresst. Okay. Dann schau doch Fernsehen. Du kannst Spiele spielen, ja, cool. Ach, weil das so ein Beamer-Gerät ist, oh crazy. Wessen Hausaufgaben liegen da? Fragt man sich, ne? Raya, wie läuft's bei dir eigentlich? Du musst eine Abschlussprüfung machen, aber erst in 2 Tagen, Easy Street. Und bei dir? Auch Abschlussprüfung, okay. Ah, das sind deine Hausaufgaben. Wir haben Weihnachtsabend. Oh mein Gott, sie möchte gerne raus. Ja, dann mach halt draußen eine Runde Yoga. Um 6 Uhr morgens. Im Schnee. Wieso stinkst du denn schon? Oh nein, okay, ich nehme alles zurück. Unser Tier ist krank. Ich wollte gerade sagen, warum stinkst du denn schon wieder? Aber unser Tier ist krank. Das geht natürlich nicht. Wir gehen schnell zum Tierarzt. Schnell, schnell. Du, oh Gott, oh Gott. Lass ihn doch jetzt bitte liegen. Wir müssen zum Tierarzt. Schnell. Ja, schnell. Oh, seit wann ist Karamelltörtchen denn Senior? Habe ich das mitbekommen? Ich bin mir nicht sicher. Oh je. Oh je, weia, weia. Ab nach Brindleton. Zum Tierarzt. Hallo, guten Tag. Meinem Tierchen geht's gar nicht gut. Ich brauche eine ganz schnelle Behandlung. Komm schnell rein, Törtchen. Komm schnell rein. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Karamell trösten. Oh, Karamell, schau, du bist schon dran. Super, mein Schatz. Komm, komm, komm. Ich gehe mit dir mit. Oh, passen Sie bitte auf, ja? Karamell mag es nicht, wenn sie irgendwie gestupst wird oder so. Warte mal, ist Karamell nicht ein Er? Ach, ich weiß doch auch immer nicht, ne? Männli, ja. Er mag es nicht, wenn er gestupst wird. Also bitte passen Sie gut auf. Gehen Sie mal kurz raus. Ich muss hier behandeln. Nein, nein, ich bleib lieber hier. Kein Problem. Egal, was es kostet. Es ist ganz egal, was es kostet. Wir machen alles, bitte. Oh, Karamellchen, schau, wie süß du bist. Wie fein. Na, komm mal her. Du bist ein Feini, ne? So gut gemacht. Oh, mein Schatz. Alles wieder gut, ne? Alles wieder gut. So, ab nach Hause, Macy. Schnell, schnell. Okay, dann, ach so, du möchtest wahrscheinlich jetzt wieder kein Video machen, ne? Nimm mal ein Gericht aus dem Reiskocher. Was ist denn hier schon wieder kaputt? Ach, die Toilette jetzt. Ja, pff, wir haben leider kein Geld. Wieso kann denn Macy einen Schwangerschaftstest machen? Ja, gut. Was? Mark Eggleston? Wer bist du überhaupt, Mann? Oh, Mann, oh, Leute. Ich bin echt traurig. Oh mein Gott, unsere Kinder liegen im Müll. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Wir waren 10 Minuten weg, wenn es hochkommt. Ey, nee. Wir müssen uns jetzt aber mal ein bisschen kümmern. Es eskaliert hier gerade schon wieder quickly. Ich muss jetzt Dinge tun, Leute. Storytelling, sonst wird das heute nichts mehr. Ich muss jetzt was inszenieren und ich lasse euch live dabei, okay? Frederik. Hallo, Frederik. Nice to meet you. Ich muss mal kurz dir ein Skin geben, Frederik. Und Haare, andere. Schöner fremder Mann. Da, 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 da. Schöner fremder Mann. Ich seil den Mann mal kurz um. Ich bin gleich wieder bei euch. Das ist Frederik. Okay, fertig. Ah nee, er kriegt noch Wimpern, Leute. Aber, ja, ihr fragt euch jetzt, was ist mit besagtem Frederik? Was? Oh nein! Oh! Was ist mit ihm, denkt ihr euch? Und ich denke mir nur so, ja, ich habe einen Plan, du. Oh, sehr hübscher Mann, Bowie. So, okay, safe. Oh, hey, Ricky, was machst du denn hier? Raya, oh, du siehst super aus. Ricky, Mensch, wir haben uns ewig nicht gesehen. Alles gut? Ja, alles super. Und bei dir? Ja, alles gut. Komm rein, Mensch. Er macht direkt einen Joke. Myron sieht das jetzt durch die Glasscheibe und denkt sich so, hä? Wer ist das denn? Was soll das denn jetzt hier? Ricky, komm doch rein. Ich freue mich so, dass du da bist. Wow, cool. Ey,
Oh mein Gott, es ist so lange her. Ja, wirklich verrückt. Ja, ich komme gerne rein. Cool, komm, wir setzen uns eine Runde. Ey, war da gerade Liebesding? Techtelmechtel. Oh mein Gott, das ist so Sims einfach, ey. Es ist so Sims. Setzen wir uns doch erstmal. Hey, so cool, Mensch. Hallo? Oh, ja, Ricky, das ist, Myron. Myron, hi. Ja, das ist mein Mitbewohner. Ja, ihr Mitbewohner und so. oh, hi. Wer ist das denn? Raya, Yuki, komm runter. Das ist ein alter Freund. Naja, ja. Ricky, du bist doch ein älterer Freund von mir. Komm. Ja, stimmt schon. Wir waren zusammen in der Schule, also erst Kindergarten, dann Schule und wir kennen uns schon immer. Ja, er hat auch in meiner Nachbarschaft gewohnt. Wir sind praktisch zusammen aufgewachsen. Boah, Ricky, ey, ich hab dich so lange nicht gesehen. Ja, also hi, ich bin Yuki. Yuki, hi, schön dich kennenzulernen. Ja, schön auch dich kennenzulernen. Okay, ihr Lieben, Ricky, es ist so cool, dass du da bist. Ich muss nur leider gleich zur Vorlesung. Das ist nur diese eine und dann bin ich gleich wieder da. Wartest du hier so lang? Ja, ja, ich habe heute nichts mehr vor. Ich wollte den ganzen Tag bei dir verbringen. Oh, so cool. Ich freue mich so. Du lernst später auch noch Macy kennen. Die ist gerade bei einer Vorlesung. Ja, okay, cool. Ja, also erzähl doch mal von dir. Ricky? Ja, eigentlich heiße ich Frederik, aber ihr könnt mich gern Ricky nennen. Und Frederik, was machst du jetzt hier? Also, was ist dein Plan so? Naja, ich bin hier, um Raya zu besuchen. Ja, okay. Und dann? Wie und dann? Und dann gehst du wieder. Ja, schon. Also, ich meine, ich wollte jetzt ein bisschen länger in der Stadt bleiben. Ich war jetzt lange im Ausland, aber jetzt bin ich zurück und ich freue mich einfach nur hier zu sein. Und wow, so eine coole WG. Ich wollte auch schon immer mal in einer WG leben. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Die beiden haben sich noch nicht wirklich kennengelernt, oder? Ah, doch, hier oben kennen sie sich schon. Sie sind theoretisch kompatibel. Vermieter? Hä? Na gut. Wie findest du ihn? Sie ist auch... Oh, er ist echt ein umgänglicher Mensch, ne? Machst du Sport? Du siehst sehr, sehr sportlich aus. Ja, ja, doch. Ich mache schon öfter mal Sport. Ich liebe Sport eigentlich. Und naja, ich versuche halt so viel wie möglich Sport zu machen. Cool. Ja, ich mache auch echt gerne Sport. Also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Manchmal habe ich nicht so die Zeit. Aber doch, ich mache eigentlich echt gern Sport. Was machst du sonst noch so? Ja, Leute, also ich muss jetzt auch was essen. Ja, mach doch, Myron. Ja. Oh gut, Myron ist super eifersüchtig jetzt, weil er sich denkt, Alter, was macht dieser Typ hier? Ey, Raya, viel Erfolg, Girl, bei deinem Unitag. Ja, dankeschön, Ricky, bis später. Ja, bis später, Raya, ich freue mich. Oh, sie ist so lieb und sie ist so hübsch geworden. Ich meine, sie war schon immer super hübsch. Ja, Raya ist wirklich sehr hübsch. Aber jetzt, sie hat sich so krass verändert nochmal zu früher. Ich meine, sie ist einfach eine Frau geworden. Ja, wie lange kennt ihr euch denn? Wie gesagt, schon ewig. Also wir sind auch zusammen aufgewachsen und so. Und ah, sie war schon immer meine Kleine. Und jetzt ist sie einfach eine erwachsene Frau. Wow, ich bin total begeistert. Und wie alt bist du? Ah, ich bin 2 Jahre älter als sie. Und naja, es war schon immer so, dass sie wie meine kleine Schwester war, wisst ihr? Aha. Myron ist super eifersüchtig. Ja, das ist ja wirklich cool, wenn man so jemanden hat, weißt du? Ich hatte früher irgendwie niemanden. Es war für mich echt blöd, weil selbst in der Schule, ich hatte irgendwie keine so wirklichen Freundinnen. Das war echt, es war immer schwierig für mich, da Anschluss zu finden, weil, naja, oh, das ist ja echt unangenehm. Ja, es war voll schade, aber ich habe mich da auch einfach nicht unterkriegen lassen, weißt du? So, ich muss jetzt auch noch zu einer Vorlesung. Ich lasse dich mal alleine. Okay. Jo. Gut. Jetzt reden die beiden halt nicht miteinander. Weil was sollen sie reden, ne? Oh, da oben weint jemand. Kümmert sich jemand? Oh, die Babysitterin versucht's. Okay. Ja, gut. Ich muss dann jetzt auch in mein Zimmer. Ich habe auch noch richtig was zu tun. Oh, okay, ja klar. Dann warte ich hier einfach. Yep. Und jetzt ruft Summer wieder an und Myron ist gerade total sauer, weil er Raya mit dem anderen Typen sieht. Summer, ich habe jetzt keine Zeit. Ich kann jetzt nicht. Oh, ich dachte, deine Mom hat gesagt, ich soll dich mal anrufen, mal hören, wie es dir geht. Ich fand unsere gemeinsame Nacht so schön, Myron. Du meinst, dass du bei mir übernachtet hast. Ja, es war so schön. Ich hatte so richtig Glücksgefühle im Bauch und ich bin so verknallt. Es ist wie früher. Ich bin total verliebt und deine Mom meinte, ich sollte dir das einfach mal sagen. Ja, boah, also, Summer, das ist ja echt süß so, aber ich kann jetzt nicht. Ach, ich vermisse dich so. Wann sehen wir uns? Ich, keine Ahnung, ich muss jetzt auflegen. Tschüss, Summer. Aber ich...
Boah, das kann doch nicht sein, dass sie das nicht rafft. Ey, muss ich ihr das wirklich sagen? Ich will ihr ja nicht das Herz brechen, aber boah, die ist ja so nervig, ey. Ich lieb sie nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich will. Und jetzt hat Raya diesen Typen angeschleppt. Was soll denn das? Der ist so ein Lackaffe, ey. Also wirklich, was findet sie nur an ihm? Ich meine, da war doch was bei uns. Ich versteh's nicht, was sie denkt und was sie... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Geh mal hoch und guck mal nach den Kleinen. Okay, Raya ist zurück und Macy ist auch zurück. Ah, sie hat Hunger. Mhm, dann hol dir mal einen Snack und setz dich mal hier hin. Oh, sie muss direkt zum nächsten Kurs. Okay, oh mein, sie auch. Oh mein Gott. Sie hat ihre Hausaufgaben leider nicht erledigt gehabt. Hey, Süße, da bist du ja wieder. Hi, Rick. Na, wie war's? Super. Ich hab mich ein bisschen mit deinen Leuten unterhalten. Die sind ja alle voll nett, Mann. Ja, gell? Ich finde die auch alle total lieb. Ja, doch. Oh, wer ist das denn? Oh, Macy hast du noch nicht kennengelernt. Das ist Mace, meine Mitbewohnerin. Das ist jetzt die letzte Mitbewohnerin. Oh, hi, du bist... Ich bin Rick. Rick? Okay, das ist ein cooler Name, Rick. Rick, was machst du denn jetzt? Och, Mann, jetzt ist er gegangen. Kommst du bitte wieder? Ja, ist ein bisschen scharf, was ihr da gekocht habt, ne? So, jetzt mache ich mal wieder die Führung aus. Und Raya hat schon so ein bisschen im Sinn, dass sie Myron jetzt ein bisschen eifersüchtig macht. Ich meine, Ricky ist wie ein Bruder für sie, aber das weiß Myron ja nicht so wirklich. Und er ist natürlich, der kocht vor Eifersucht. Ja, Mensch, Ricky, du siehst ja super sportlich aus. Wow! Ja, Ricky hat schon immer gerne Sport gemacht. Ja, total. Weißt du, ich mache auch Sport, damit ich meine Topfigur behalten kann. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Ey, danke schön. Ja, du hast wirklich eine super Figur. Ja, und das, obwohl ich schon zwei Kinder habe. Was? Du hast zwei Kinder? Wow, ja, naja, also sind Zwillinge, Zwillingsjungs. Sie sind so süß, Kian und Cody. Was, wie cool. Ich liebe Kinder. Wo sind sie? Oh, oben. Cool, Mensch, zwei Jungs. Oh, na, das muss ja ein Jackpot sein für dich. Sechser im Lotto. Naja, also ich muss schon sagen, ich bin wirklich sehr glücklich mit meinen Jungs. Sie sind so toll und so brav und so süß. Ja, mega. Und dann studierst du noch nebenbei. Ja, das geht schon irgendwie. Wow, das ist ja bemerkenswert. Du bist ja eine Wahnsinnsfrau. Wow, großartig. Ach, na ja, man tut, was man kann, nicht wahr? Ich gebe mir schon sehr viel Mühe, doch, doch. Und na ja, ich, Und stemmst du das alles ganz alleine? Ja, ja, doch, ganz alleine. Also ich habe natürlich meine WG, die sind super, die helfen schon, wo sie können, aber na ja. Und wenn ich fragen darf, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, also musst du mir nicht antworten, wenn es zu viel ist, aber was ist denn mit dem Vater der Kinder? Ach, na ja, Mooney, das ist eine lange Geschichte. Er wollte keine Kinder. Oh, das, I'm so sorry, das tut mir leid. Ja, na ja, aber weißt du, wir probieren es gerade so ein bisschen on-off-mäßig. Also jetzt gerade gucken wir, wie es läuft. Wir wollen es nicht überstürzen, wir wollen jetzt nicht nur wegen den Kindern zusammen sein, weißt du? Oh, das ist super vernünftig, ja. Aber ich meine, so eine hübsche Frau wie du, es ist ja wohl kein Problem da irgendwie. Naja, es ist schon schwieriger mit zwei Kindern jemanden kennenzulernen. Ich hab's versucht, aber nein, es ist schwierig. Naja, aber schau, ich zeig dir doch gerne ein paar Bilder. Die Jungs schlafen gerade, sonst würde ich dich mal mit hochnehmen in mein Zimmer. Aber schau, das sind sie. Wow, die sind ja super süß. Oh mein Gott, krass. Und das war wieder Kian, oder? Oh ja, du hast ihn erkannt. Ja, Kian scheint immer was Blaues zu tragen, oder? Ja, oh mein Gott, keiner kann sich das merken. Witzig, dass du das gleich sehen konntest. Naja, ich meine, man sieht ja schon ein bisschen. Und du, hast du eine Frau, Freundin, Kinder? Naja, nee, tatsächlich nicht. Aber es ist mein großes Ziel. Ich will auf jeden Fall eine Familie. Und ich aktuell kümmere ich mich sehr darum, Geld zu verdienen. Weißt du, ich will erfolgreich sein. Mir ist Geld wichtig. Oh ja, Erfolg ist wirklich wichtig. Geht mir auch so. Und bei mir ist es auch so, dass, naja, ich bin sehr wohlhabend aufgewachsen. Weißt du, meine Eltern, meine Mom ist eine erfolgreiche Schauspielerin und so. Wow, beeindruckend. Ja, ich weiß, das ist schon cool. Aber ich bin halt wirklich, auch bei mir ist es so, ich will halt auch meinen Kindern was bieten können, Janet, weißt du? Trump. Meine Jungs, die sind mein Ein und Alles und ich will, dass sie erfolgreich sind, dass sie Geld haben und so. Und deswegen arbeite ich wirklich hart. Okay, was arbeitest du? Naja, ich bin Reisebloggerin. Oh, aber ist das denn ein Beruf, bei dem man Geld verdienen kann? Oh, ich schon, na klar. Ich drehe Videos zu meinen Reisen und ich bereise das ganze Land. Oh, das ist ja beeindruckend. Ich komme gerade aus Sulani. Oh,
Solani, da war ich auch schon. Das ist so toll. Warst du an den Wasserfällen? Ja, ja, und ich war schnorcheln mit Delfinen. Oh mein Gott, das ist so toll. Da will ich auch unbedingt bald wieder hin mit meinen Jungs. Ich war erst mit ihnen. Du warst mit Kleinkindern reisen? Hat das geklappt? Ja, sie waren noch fast Babys, aber gar kein Problem. Und die sollen total integriert werden. Die sollen das ganze Reiseleben mit mir miterleben. Die sind so aufgeschlossen, die Jungs. Jetzt bin ich so gespannt, wie sie ihn findet. Unattraktiv. Macy, excuse me? What? Das ist der heißeste Typ der Weltgeschichte. Oh mein Gott. Naja, Leute, sie findet ihn halt unattractive. Kann man nichts machen. Naja, aber ich muss jetzt auch wieder hoch. Das war echt nett mit dir. Cool, dass wir gequatscht haben. Und mega cool, dass du Raya besuchst. Raya, du hättest mir ruhig sagen können, dass du so einen coolen Freund hast. Ja, ja, klar. Was macht ihr heute noch Schönes? Wollen wir feiern gehen, Süße? Oh mein Gott, ja, super gerne. Oh mein Gott, er hat sie angeflirtet, Leute. Und sie macht mit. Oh, Macy. Also, ihr Süßen, dann mach ich mal wieder los. Ich muss jetzt Yoga machen, Ricky. Und Myron schwimmt hier eine Bahn nach der anderen. Myron, es ist voll kalt. Geh doch rein. Nee, ich will da nicht rein. Warum? Ach, dieser Lackmeier von Typ da drüben. Myron, der ist voll nett. Er sieht so gut aus. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt weiterhin so spielen kann, wenn sie ihn eigentlich unattraktiv findet. Aber Mace ist doch oberflächlich, Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn nicht attraktiv findet. Sorry, aber ich glaube, dass sie ihn schon attraktiv findet. Vor allen Dingen sieht er Mooney... Naja, nee, wobei, Mooney sieht natürlich ganz anders aus, aber die Haare sind gleich. Nee, Mooney sieht ganz anders aus, ich nehm's zurück. Auf jeden Fall, ich glaube, dass sie ihn schon attraktiv findet. Das tut mir leid, jetzt habe ich es halt schon die ganze Zeit so gespielt. Ich glaube, wir müssen es jetzt auch so spielen. Vielleicht muss ich das abändern. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich das abändern soll. Myron, man könnte gerade meinen, du bist eifersüchtig. Ich meine, ja, ich verstehe schon, ich bin deine Schwester und du willst mich beschützen. Was? Hä? Wegen dir doch nicht. Ach so? Okay, wieso dann? Gar nicht. Oh mein Gott. Myron? Was? Du stehst auf... Du stehst auf Yuki. Du stehst auf Yuki? Nein, so ein Quatsch. Es ist Raya. Oh mein Gott, ich wusste es. Da läuft was. Nee, da läuft nichts. Mann, Macy, sei nicht so laut und da läuft nichts. Da läuft was? Ich sehe das doch. Mann, Myron, wir sind in einer WG. Spinnst du eigentlich? Was mit Raya anzufangen? Ich hab nichts mit dir angefangen. Oh mein Gott, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, meine Lieben. Ich pende den Part jetzt an der Stelle. Ich glaube, der ist sehr lang geworden. Krasse Sache. Mace weiß Bescheid. Sie hat ihren Bruder durchschaut. Und ich finde Ricky super hot. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich Mace und Rick... Also wir haben ja gesagt, Mace ist gerade mit Minyoon zusammen. Aber irgendwie treffen die sich ja auch nicht so oft. Und Mooney meldet sich nie. Und I don't know. Ich weiß nicht so genau. Und Rick ist, glaube ich, jemand, der viele Komplimente macht. Der sich sehr viel Mühe gibt bei Frauen. Und ich vielleicht braucht Macy sowas auch gerade, weil, I don't know. Ich möchte einfach mal eure Gedanken hören, dass eigentlich der eigentliche Grund, warum ich Ricky in die Bude geholt habe, war, damit wir Myron eifersüchtig machen und damit Myron merkt, so, hey, Raya, ne, hat nur das Beste verdient und sie hat es nicht verdient, dass er zwischen den Stühlen zwischen Summer und Raya steht. Und ich kann mir vorstellen, dass Myron dann auch im nächsten oder übernächsten Part Summer den Laufpass gibt und sagt, das war's, ich will das nicht, ich will keine Beziehung mit dir, hör auf, mich anzurufen und so weiter. Und im nächsten Part werden wir auf jeden Fall auch die Alterung machen. Also werden wir Hazel und Luis zu Senioren werden lassen. Das ist so krass. Die werden dann einfach Seniors und wir werden ein Umstyling machen. Da freue ich mich jetzt schon ein bisschen drauf. Es wird Zeit. Schreibt mir auch gerne eure Ideen zu Charles in die Kommentare, ob er vielleicht dann bei Hazel einziehen soll. Habe ich jetzt Mace gesagt? Ich glaube, ich habe Hazel gesagt. Ist immer kompliziert mit den Namen. I'm so sorry. Okay, meine Lieben, auf Wiedersehen. Und tschüssli. Bye.